Und dann kann es auch schon losgehen. Mein Name ist Carsten Sänger. Ich bin Produkt-Support-Spezialist im Support von AutoCAD. Ich supporte die Infrastrukturpalette von AutoCAD, sprich Civil 3D, Map 3D und Infrastructure Modeler oder InfraWorks. Bei mir im Raum sitzt Bernd Gerstenberger. Er ist auch Produkt-Support-Specialist. Hauptsächlich für die Programme, Hallo. hauptsächlich für die Programme Civil, nein, nicht Civil, Plant 3D und AutoCAD. Und PMD. Und PNID. Entschuldigung, Bernd. So, bevor wir beginnen, zögern Sie bitte nicht, Fragen im Chatfenster zu stellen. Diese werden nach Möglichkeit direkt beantwortet. Bernd, ich habe ein kleines Echo. Könntest du schauen, dass du dein Mikrofon ausschaltest? Zusätzliche Fragen- und Antworteneinheiten werden im Anschluss an die Präsentation gegeben. Präsentation wird aufgezeichnet, wie ich schon gesagt habe. Und die PowerPoint und auch ein Word-Dokument als Art Skript für dieses Webinar wird Ihnen im Anschluss an das Webinar oder auch es wird Ihnen zur Verfügung gestellt und Sie können es unter autodesk.box.com, AutoCAD IQ Deutsch, herunterladen. Beachten Sie bitte auch unsere Webseite autodesk.com Help Webinars. Dort können Sie sich für die nächsten Webinars entweder in englischer oder in deutscher Sprache registrieren. Sie können dort Informationen finden über zukünftige Webinare und auch die Aufzeichnungen früherer Webinare. Es ist weiterhin möglich, ein Feedback zu hinterlassen zum entweder aktuellen Webinar oder Ideen und Vorschläge oder Kritiken für vergangene Webinare. Sie können aber auch ein Feedback senden an die E-Mail-Adresse autodesk.help.webinars@autodesk.com. Betreff: Erweitern Sie Ihren AutoCAD IQ und ich werde mich dann auf diese E-Mail bei Ihnen melden. Bevor wir beginnen, habe ich noch drei Fragen an Sie, die ich jetzt gerne starten möchte. Und es kann losgehen. So. Einen Moment, ich muss das selbst beim Mikro sagen. Ist dies Ihr erstes Autodesk Help Webinar? Ich sehe, dass es alle beantwortet haben und sehe, dass zumindest die Hälfte der Teilnehmer das erste Mal dabei sind und die andere Hälfte schon mal da waren. Meine zweite Frage an Sie ist, welche AutoCAD-basierte Applikation verwenden Sie? Sieht man die Frage? Ja? Okay. Gut. Okay, ich sehe, die Hälfte der Teilnehmer verwendet AutoCAD und die andere Hälfte AutoCAD LT. Meine dritte Frage: Haben Sie schon einmal Werkzeuge zum 3D-Modellieren in AutoCAD oder einer anderen Applikation verwendet? Ihnen noch ein paar Sekunden. Gut. Die meisten der Teilnehmer, zwei Drittel der Teilnehmer, haben noch nie 3D-Werkzeuge verwendet. Deswegen hoffe ich, dass ich Ihnen heute etwas Neues zeigen kann und was Sie auch für zukünftige AutoCAD, ja, Anwendungen mitnehmen können.
Gut. Noch ein kleiner Hinweis auf vorangegangene Webinare, die Sie auch unter autodesk.box.com herunterladen können, ebenso die mit den Webinarunterlagen und dem entsprechenden deutschsprachigen Video. Ebenso noch ein Hinweis auf unser Autodesk Knowledge Network. Dort finden Sie Downloads und Artikel zu AutoCAD und AutoCAD LT sowie aller anderen Autodesk-Software. Ein Schnellzugriff zum Beispiel, hier zwei Links für AutoCAD und AutoCAD LT für Hotfixes, Service Packs und Downloads. Unser heutiges Thema wird behandeln. Hoppala. Einerseits die 3D-Navigation in AutoCAD, die grundlegenden 3D-Modellierungswerkzeuge. Wir werden hier hauptsächlich die 3D-Solid- oder Volumenkörperwerkzeuge verwenden. Es gibt außerdem noch Netzwerkzeuge und wie NURBS wie zum Beispiel NURBS. Und dann einen Tisch erstellen, so wie er hier auf dem Bild dargestellt ist. Den Tisch selber hatte ich schon in einer vorherigen Webinar-Sitzung nicht modelliert, sondern gerendert und Materialien erstellt. Sehen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. Ich habe dafür für Sie eine Beispielzeichnung erstellt. Bernd, kann man mein AutoCAD sehen? Ja, sehr schön. Gut, das ist eine Beispielzeichnung. Die Ausgangsansicht in AutoCAD ist ja 2D. Das heißt, wir sehen die ganze Szene oder das ganze Modell von oben. Generell ist es natürlich jetzt grundlegend, vielleicht für manche etwas trivial, aber ich möchte es trotzdem nochmal wiederholen. Wie wird AutoCAD oder 3D in AutoCAD dargestellt? Die 3D-Ansicht ist im Grunde genommen eine Erweiterung der 2D-Ansicht mit der Z-Achse. Und die Z-Achse ist quasi eine virtuelle Achse, wenn ich von oben drauf schaue, die aus dem Bildschirm heraus auf den Nutzer zeigt. Also positiv ist hier nach oben Richtung Nutzer, negativ ist nach unten. Wir haben zur Hilfe bei der Navigation in 3D hier rechts oben den ViewCube, der mir hilft bei der Orientierung im Modell. Ich sehe hier, dass dort steht oben, ich schaue die Szene von oben an. Wenn ich hier auf die kleinen Pfeilchen drücke, dann heißt es im Grunde genommen, wenn ich hier unten auf den drücke, dass ich es mir von vorne ansehen möchte. Und schon wird die ganze Zeichnung auf die Vorderachse gedreht oder Vorderansicht gedreht. Ich sehe auch hier links dieses Achsenzeichen. Ich sehe jetzt quasi auf die Ebene X und Z. Ich kann bei dem Würfel auch hier auf eine Kante klicken und sehe dann, ich gehe in eine Art ISO-Ansicht. Das nennt sich also ISO, es steht hier für 3D-Ansicht in einer schrägen Ansicht, so dass ich im Grunde genommen alle drei Achsen gleichzeitig sehe. Wenn ich jetzt hier auf diese Ansicht gehe, wäre ich quasi in der voreingestellten ISO-Ansicht von Südwesten. Wobei Süden ist unten, wenn man auf eine Landkarte schaut, Süden ist unten, Norden ist oben, Westen links und Osten rechts. Mit Hilfe des Würfels kann ich quasi die meisten Ansichten abdecken und mich grob orientieren. Bei vielen Objekten ist es teilweise sehr Ressourcen, ja, wie sagt man, fordernd, wenn ich mich im 3D im Modell bewege. Wenn ich hier diese Abkürzung nehme über die vordefinierten Ansichten, habe ich meistens eine schnellere Umschaltung der Ansicht. Was bietet mir der ViewCube noch? Ich habe
das voreingestellte Koordinatensystem ist das Weltkoordinatensystem. Ich kann mir jederzeit mein eigenes Koordinatensystem als Benutzerkoordinatensystem anlegen. Ich komme hier entweder über den ViewCube dran und kann dann hier unten über die Kommandozeile mit verschiedenen Methoden ein neues Koordinatensystem anlegen. Wie ich das auch machen kann, ist hier über die Werkzeugleiste mit den Koordinaten. Hier diese Funktionen helfen mir, ein Koordinatensystem anzulegen. Und die Frage, wozu brauche ich ein Benutzerkoordinatensystem, ist zum Beispiel, ich möchte auf der Ebene XZ, also quasi als wenn ich in der Vorderansicht bin, möchte ich 2D mit 2D-Werkzeugen zeichnen. Zum Beispiel eine Linie. Das kann ich entweder so machen. Jetzt ist die Linie auf der Ebene XZ, oder erstelle mir ein Koordinatensystem, zu dem ich immer wieder zurückkehren kann. Diese Ebene, die ich mir dann erstelle mit dem Benutzerkoordinatensystem, kann auch schräg im Raum liegen. Generell oder eigentlich kommt man ohne dem Benutzerkoordinatensystem zurecht. Es gibt Anforderungen, bei denen man dieses braucht. Noch ein sehr nettes Werkzeug oder sehr nützliches Werkzeug ist dieses kleine Hütchen, was man links oben sieht. Komme ich immer wieder zurück auf eine voreingestellte Home oder Default-Ansicht, Standardansicht. Mit einer rechten Maustaste kann ich mir eine Ansicht einstellen und sagen, diese Ansicht soll als aktuelle Startansicht festgelegt werden, und dann würde ich mit einem Klick auf das Häuschen immer wieder auf diese Ansicht, die ich eingestellt habe, zurückkommen. Worauf noch zu achten ist, manchmal ändert sich die Perspektive. Fürs Zeichnen ist wohl am besten die Parallelperspektive. Wenn man rendert zum Beispiel, wäre die perspektivische Ansicht, also mit Fluchtpunkten, etwas realistischer und auch ansehnlicher. Wir bleiben heute in der Parallelansicht, und so soll es dann auch sein. Noch ein Hinweis zum 3D-Navigieren und 3D-Rotieren. Ich habe hier in meiner Schnelldarstellung habe ich noch zwei Möglichkeiten. Ich habe hier mein Rädchen, mein Navigationsrad, wo ich auch mich drehen kann. Ich sehe immer der Knopf, der aufleuchtet. Wenn ich da drauf drücke, werde ich dieses Werkzeug auch ausführen können. Oder ich habe hier meinen freien Orbit, fortlaufender Orbit oder einfach nur mein Orbit-Modus. Wenn ich den auswähle, kann ich hier mit der linken Maustaste, wir sehen schon an dem Cursor, hat sich verwandelt vom Zeiger zum Orbit-Symbol, kann ich diese Zeichnung drehen. Die Abkürzung zum Orbit, und das ist das, was ich am meisten verwende, ist ein Klick mit der mittleren Maustaste bei gleichzeitig gehaltener Shift-Taste. Dann kann ich mich frei im Raum drehen oder auch meine Ansicht drehen, wie ich sie haben möchte. Was ich noch erwähnen möchte, ist eine Systemvariable, Orbit Auto Target. Dazu möchte ich kurz Ihnen die Express-Tools, wie immer, wenn es um Systemvariablen geht, nahelegen. Hier unter Systemvariablen kann ich mir Orbit Auto Target in der Liste suchen und sehe, was macht mir die Systemvariable, welche Werte habe ich. Also bei Orbit Auto Target kann ich wechseln zwischen 0 und 1. Und wenn man den Text liest, ist es eigentlich gar nicht so klar, was macht jetzt diese Systemvariable, was stellt die um. Dazu folgendes: Ich gebe Orbit Auto Target in die Kommandozeile ein. Schau, der Wert ist auf 0 gestellt. Jetzt benutze ich meine Shift- und mittlere Maustaste und drehe die Ansicht.
und sage mir, okay, das schaut gut aus. Jetzt möchte ich, nehmen wir an, ich möchte diese Ecke im 3D editieren. Ich zoome stark rein, drücke wieder Shift und mittlere Maustaste und dann dreht sie sich, wie sie soll. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Eigentlich sollte es. Ah nee, Moment, das ist Orbit Auto Target 0, das ist nicht die Standardeinstellung. Das ist meine Einstellung, die ich normalerweise verwende. Das heißt, ich sehe die Ecke immer im Mittelpunkt. Der Drehpunkt ist quasi immer dort, wo ich den Mauszeiger habe. Da ist mein, als wenn ich da mit dem Finger drauf deute und sage, ich möchte um diesen Punkt drehen. Die Standardeinstellung von Orbit Auto Target wäre 1. Ich zoome raus, drehe die Szene und alles schaut gut aus. Ich zoome rein und sage, ich möchte um diesen Punkt drehen und mir haut irgendwie das Modell ab. Wenn Ihnen das passiert und Sie kommen damit nicht zurecht, dann stellen Sie bitte Orbit Auto Target auf 0 und dann können Sie selbst bei stark reingezoomten Szenen immer schön um einen bestimmten Punkt drehen. Gut. Kommen wir zu unserem Arbeitsplatz. Wir verwenden heute nicht den Standardarbeitsplatz Zeichnen und Beschriftung, sondern die 3D-Grundlagen. 3D-Modellierung, 3D-Grundlagen ist ein Teilbereich der 3D-Modellierung. 3D-Modellierung würde heute viel zu weit gehen. Im Arbeitsbereich 3D-Modellierung haben wir alle Tools, die AutoCAD zur Verfügung stellt, was 3D-Modellierung anbetrifft. Also, wir wechseln in den Arbeitsbereich 3D-Grundlagen und haben hier als erste Funktion eine Auswahl an geometrischen Grundkörpern, die wir erstellen können. Nehmen wir den Quader an. Wenn wir ein Werkzeug auswählen, lesen, können wir in der Kommandozeile lesen, was für Punkte oder nächste Eingaben erwartet werden. Hier soll die erste Ecke angegeben werden. Ich gebe es jetzt mal per Tastatur bei 0.0 ein und kann dann entweder interaktiv eine Grundfläche definieren und sagt dann, der Quader soll eine interaktive Höhe haben. Mit den Eigenschaften kann ich den Quader jederzeit in der Position oder in der Länge und der Breite editieren und abändern, falls ich genau mit genauen Werten arbeiten muss oder möchte. Ebenso ist es möglich, den Quader mit den blauen Dreiecken zu editieren, die sogenannten Grip- oder Anfasspunkte. Und ich kann hier quasi die Werte des Quaders abändern. In einer freien Minute würde ich Ihnen ans Herz legen, diese ganzen Grundgeometrien einmal auszuprobieren. Kegel, wie wird er erstellt? Und was kann ich damit machen? Zum Beispiel. Und nehmen wir mal den Torus noch. Da soll der Mittelpunkt wieder, den setze ich auf 0,0. Dann den zweiten Radius. Ah, jetzt hat er es nicht auf 0,0 gesetzt. Macht aber nichts. So. Ein weiterer wichtiger Unterschied, den bei der Bearbeitung im 3D wäre es, sich den View oder die Ansicht einzustellen, weil wir normalerweise im 2D-Drahtkörpermodus arbeiten. Wie Sie jetzt hier sehen, bei diesen beiden Körpern ist es wahnsinnig schwierig zu sehen, ja, wo ist denn da was ist denn vorne, was ist oben, was ist unten? Und hier setzen wir normalerweise eine andere Ansicht ein und Ansichtsstil.
visuellen Stil, genau, oft der offizielle Begriff ist visueller Stil. Ich kann mir einen eigenen Stil kreieren, aber die Vorgabestile reichen zum Modellieren vollkommen aus. Je nachdem, was für einen Stil ich wähle, wird es hier von den Systemressourcen her verschieden starke Ansprüche geben. Realistisch wird ihre Zeichnung, wenn sie sehr viele Objekte haben, mit sehr vielen Flächen, dementsprechend langsam machen. Wenn Sie für einen verdeckten Stil nehmen, geht das relativ schnell. Realistisch rendert die Flächen und muss dann natürlich viele Daten bearbeiten. Kommen wir zu den Werkzeugen, den Erstellenwerkzeugen in dieser Reihe: Extrusion, Rotation, Anheben und Sweep. Diese weiteren Werkzeuge werden wir heute nicht behandeln. Hier geht es um Netze. Das wäre eher ein weiterführendes Webinar in 3D-Modellierung. Was macht das Werkzeug Extrusion? Extrusion nimmt geschlossene Polylinien und extrudiert sie, wie das Wort schon sagt, in die Z-Richtung. Nehme ich jetzt zum Beispiel diese Fläche, extrudierende Fläche oder Objekt auswählen und nehme die Fläche und bestätige mit Enter, kann ich jetzt entweder interaktiv oder die Höhe bestimmen oder eine Höhe zuweisen. Ich nehme hier mal den Wert von 300 und sehe im 2D-Drahtkörpermodus diese Ansicht. Und im Verdeckt-Modus diese Ansicht. Das kann jetzt auch täuschen, was ich hier erstellt habe. Man könnte meinen, ich habe hier ein Ring erstellt mit einem Loch in der Mitte. Wenn man das mittlere Objekt nimmt, dann sehe ich habe im Grunde genommen zwei 3D-Volumenkörper erstellt, die nur ineinander liegen. Wenn ich jetzt einen Ring erstellen möchte mit einem Loch in der Mitte, nehme ich normalerweise, habe ich mehrere Möglichkeiten, um zum Ziel zu kommen. Ich nehme entweder hier oben eine boolesche Operation. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte die Differenz rechnen aus diesen beiden und habe dann je nachdem, was ich als erstes und als zweites anwähle, ein entsprechendes Loch in der Mitte oder es gibt auch dazu eine Abkürzung. Ich gehe hier ein bisschen durcheinander vor, um nicht, dass Sie verwirrt sind. Es gibt ein quasi verbessertes Extrusionswerkzeug und das nennt sich Klicken und Ziehen. Und hier kann ich direkt entweder eine Linie extrudieren. Das ist dasselbe wie Extrusion. Ich gehe mal hier zurück, mache das mal rückgängig. So. Oder ich wähle auf eine Fläche zwischen zwei Linien. Das Programm erkennt automatisch, ah, hier sind zwei Umgrenzungen, hier könnte eine Fläche sein. Beide Linien leuchten auf oder sind markiert. Und dann nehme ich die Fläche und ziehe diese Fläche nach oben. Und ich habe im Grunde genommen dasselbe Ergebnis, als wenn ich hier durch eine Schnitt oder eine Differenz ein Loch erstelle in der Mitte. Also es gibt immer mehrere mögliche Wege zum Ziel. Die einen sind etwas komplizierter und die anderen sind weniger kompliziert. Im Endeffekt kommt es aufs Ergebnis drauf an. Gehen wir einmal weiter in den Funktionen. Was macht das Rotationswerkzeug? Für dieses Werkzeug brauche ich eine Linie oder eine Kurve und eine Achse. Und ich nehme im Grunde genommen, rotiere quasi meine Linie oder meine Form um die Achse herum. Also ich wähle die Polylinie aus.
und kann dann entweder sagen, ein Teilbereich der Achse oder die ganze Achse, und dann gebe ich den Rotationswinkel an. Interaktiv ist es ein bisschen schwierig, weil er immer ein bisschen, er springt mir ein bisschen. Ich kann dann, wie viel habe ich jetzt hier? Ich gebe mal 100 Grad ein. Dann habe ich, wenn ich jetzt da drum auch herum rotiere, dann sieht man, was ich hier erstellt habe. Wie ein Teil eines Schneckenhauses schaut das für mich aus. Das ist das Rotationswerkzeug. Anheben funktioniert im Grunde genommen so, dass ich in der Vertikalen verschiedene ja, wie Schnittebenen eines Objekts mir erstellt habe und kann dann indem ich in der richtigen Reihenfolge diese Schnittebenen auswähle, ein Volumenkörper erstellen, der Punkt für Punkt verbindet in Richtung Z. Geht bei sehr schönen geometrischen Objekten, hoppala, jetzt habe ich das Ganze rückgängig gemacht. Bei geometrischen Objekten geht das sehr gut, wo von Punkt zu Punkt verbunden werden kann. Wenn ich Polylinien verbinden möchte, die haben meistens verschiedene Stützpunktanzahlen, dann wird das ein bisschen schwieriger. Dann könnte es eventuell davon schauen, als wenn es um die Z-Achse noch in sich gedreht ist. Es liegt einfach daran, dass das Programm eben von Stützpunkt zu Stützpunkt versucht, eine Linie in die Vertikale zu ziehen. Schauen wir uns das Ganze kurz im realistischen Modus an. Jetzt ist mir der schon wieder abgehauen. Mache ich den nochmal. Enter. So, da ist er. Als nächstes schauen wir uns mal den Sweep-Befehl an. Sweep dafür brauchen wir auch wieder eine Achse und eine Fläche oder eine Form. Und wir ziehen im Grunde genommen diese Form, das ist hier bei Nummer 1, der kleine Kreis, entlang der Achse. Hier steht zu sweepende Objekte auswählen. Also wir nehmen den kleinen Kreis, bestätigen mit Enter und den Pfad oder die Achse auswählen und Enter. Und dann wird der Kreis entlang des Pfades entlang geführt und schon habe ich diesen Wellenstrohhalm, sage ich dazu jetzt mal. Gut. Soweit zu den Grundobjekten. Die weiteren Funktionen hier aus dem Multifunktionsmenü, das ist das 2D-Menü, das kennen Sie. Die Bearbeitungswerkzeuge sollten Sie auch kennen. Und hier haben wir noch einige Bearbeitungswerkzeuge für 3D-Volumenkörper und auch für Netze, die sich auf Unterobjekte im Volumenkörper beziehen. Zum Beispiel Kanten zu extrahieren oder von einem Würfel die Kante abzurunden und so weiter. Am besten ist es, Sie spielen damit selber einmal, nehmen sich ein bisschen Zeit und spielen damit herum. Jedes Werkzeug kann ich in diesem Webinar leider nicht präsentieren. Als zweiten Teil zum heutigen Webinar möchte ich diesen Tisch erstellen. Er soll ungefähr so ausschauen. Also es sind einige Geometrien wie die vier Füße, die Tischplatte und dann haben wir hier innen drinnen noch ein Muster. Und dann schauen wir uns mal an, wie das geht. Also ich habe von dem Tisch die Tischaußenkante als 2D Umrandung. Ich habe
die Form des Tischbeines und die Größe des Tischbeines. Zusätzlich habe ich hier markiert, wie die Dimensionen, weil wir etwas auch verschieben müssen, damit wir uns das per Tastatur eingeben können. Ich nehme mir, um das Tischbein zu erstellen, nehme ich mir im Grunde dieses Rotationswerkzeug und sage, diese Form bitte an der Achse, hola, na, nein, ich will die Achse nicht definieren. Ungültiger Punkt. Gut. So, und das soll ganz rumgehen, also 360 Grad. Und dann habe ich hier schon mal einen Teil des Tischbeines, den Kubus, den Kopf des Tischbeines, definiere ich, indem ich diese Form extrudiere. Und zwar mit dem Wert 60. Und der ist jetzt um die Hälfte nach oben verschoben, weil das alles auf der Null-Objekt oder auf der Null-Höhe liegt. Und deswegen verschiebe ich den mit dem Verschieben-Werkzeug, gebe mir einen 3D-Basispunkt an, sage nach unten um den Wert 30. Und wenn ich mir das Ganze jetzt anschaue, dann ist das schon mal richtig platziert. Sie sehen, ich drehe immer mal wieder um die Ansicht, damit ich auch von allen Seiten sehen kann, ob das Objekt jetzt auch richtig liegt. Was ich auch vorbereitet habe, ist eigentlich, das machen wir dann, eigene Layer, damit wir ein bisschen wenigstens minimal sauber arbeiten. Ich lege diese beiden Objekte auf den Layer Tischbein. Dem geben wir mal eine andere Farbe. So. Hat er das jetzt übernommen? Nein. Tischbein. Tischbein. So, jetzt sehen wir, das sind ja immer noch zwei Objekte. Mit dem Vereinigen-Werkzeug wählen wir uns die beiden Objekte aus. Mit Enter bestätigen wir das. Und schon haben wir ein einzelnes Tischbein erstellt. Und dieses würde ich jetzt gerne schon mal an die richtige Stelle platzieren und mit richtig orientiert. Im Grunde genommen aufstellen, wie es sein soll. Dafür klaue ich mir jetzt eigentlich ein Werkzeug aus einem anderen Arbeitsbereich. Ich zeige Ihnen das schnell, wo das liegt. Und zwar ist das Werkzeug Drehen 3D. Wechsel wieder zurück in meinen Grundlagenarbeitsbereich und gebe in die Kommandozeile drehen 3D ein, wähle mir das Tischbein aus, bestätige mit Enter und dann habe ich hier eine Voransicht der drei Achsen, wähle mir die Achse aus, um die ich drehen möchte und sage 90 Grad. Und schon habe ich das Tischbein aufgestellt, so wie ich es am Ende haben möchte. Wenn ich mir das Ganze jetzt von vorne anschaue, dann sehe ich, das Tischbein liegt zur Hälfte unter der Z-Ebene, also in einem Minuswert und zur Hälfte in der oben. So, dann verschiebe ich das Tischbein schon mal an die richtige Stelle vom Tisch. Dafür wähle ich mir das Tischbein aus. Wähle mir die entsprechende Ecke. Na, die mag er jetzt nicht. Jetzt, da war noch auf der Rasterfang, dass ich auf die Grundfläche vom Rasterfange eingestellt. Das habe ich jetzt ausgestellt und so kann ich mir jetzt diese Ecke hier auswählen. Endpunkt und schon hängt mir das Tischbein genau an der Stelle, wo ich im 3D-Modus gefangen habe. Das Tischbein soll hier hin
mit Kopieren kopiere ich mir das Tischbein auf die andere Seite. Und mit einem weiteren Kopierenbefehl kopiere ich es mir an die Stelle. So, das Ganze liegt jetzt unterhalb der Z-Ebene, wenn ich von vorne drauf schaue. Das heißt für mich, ich möchte die nochmal nach oben verschieben, um den richtigen Wert. Den richtigen Wert kann ich ablesen an meinen Bemaßungen. 310 und 120 sind wir bei 430 Einheiten. Ich verschiebe nach oben um 430 Einheiten. Und das heißt, die Tischbeine liegen jetzt an der richtigen Stelle. Als nächstes möchte ich beim Tisch die Fixierung der Tischbeine generieren. Dafür habe ich diesen inneren Grundriss erstellt. Und hier benutze ich einen Polykörper, eine Polykörperfunktion, die sehr gut ist, um Wände oder quasi Polylinien mit einer, zwei parallele Polylinien zu erstellen. Ich gebe hier, kann hier einstellen die Objekthöhe, ne? Die Objekthöhe, die wäre jetzt 80. 50 reicht in unserem Fall. Die Objektbreite, 5 Einheiten breit, das ist in Ordnung. Und die Ausrichtung, das heißt, wenn ich hier klicke, werden rechts und links Polylinien erstellt oder ist das mein linker Punkt oder mein rechter Punkt? Wir möchten, dass diese parallelen Linien außen gezeichnet werden, also nehmen wir den linken Punkt, ich snap da drauf an. Und schon wird automatisch ein Objekt gezeichnet mit der eingestellten Höhe und mit der Ausrichtung an der linken Kante. Snap ich hier, gehe ich einmal drumherum, schaue mir das, drehe das Ganze, damit ich es von der anderen Seite sehe und besser an diesen Punkt hier ansnappen kann. Und schließe das Ganze, so dass ich ein Objekt habe. So. Das Ganze soll auf den Rahmen Layer liegen. Jetzt gehe ich mal auf mein Home View und sehe, ich habe im Grunde genommen den Rahmen für die Tischbeine, den ich jetzt nach oben schieben muss, um den Wert Nur schauen, dass ich da nirgends anfange, um den Wert 430. Jetzt bin ich natürlich zu hoch. Verschieben wir das. An die richtige Stelle. Objekte wählen. Hier und hier. So, der Rahmen für den Tisch ist fertig. Jetzt brauchen wir noch die Tischplatte. Die wollen wir hiervon erstellen. Wir verschieben das auf die richtige Höhe. Das soll unsere Grundplatte des Tisches werden. Hoppala. In Richtung Z 430. Und wenn ich das Ganze jetzt drehe, sehe ich, es liegt im Grunde an der richtigen Stelle und extrudiere dieses Objekt um die Tischdicke. Nehmen wir, sagen wir mal 30. Und hat er nicht genommen. Enter. 30. Jetzt haben wir den die richtige Tischdicke.
Platte erstellt. So, schaut soweit ganz gut aus, wenn wir das Ganze mal im realistischen Modus anschauen. Dann fehlen eigentlich nur noch die Materialien dazu. Was ich jetzt noch machen möchte, ist dieses Autodesk-Zeichen auf die Tischplatte einzufügen. Dafür verschiebe ich das Ganze an die untere Kante. Das war jetzt, jetzt habe ich den falschen Punkt erwischt. Ich gehe mal mach mal das Ganze rückgängig und verschiebe es nochmal. Ich glaube, die obere Kante ist in dem Fall einfacher. So. Das brauchen wir nicht. Jetzt haben wir im Grunde genommen das Zeichen von dieses A auf der Tischplatte liegen und können dieses jetzt durch Klicken und Ziehen auf die Fläche nach unten ziehen. Schau mir das Ganze mal im ganz flachen Winkel an. So. Und schon haben wir hier ein Loch erstellt. Jetzt wollten wir das Loch eigentlich füllen und dafür extrudiere ich die Polylinie um den Wert minus 30. Und sollte jetzt ein eigenes Objekt haben mit der Dicke 30. Jetzt schaue ich nur, ob ich die, das ist jetzt der Volumenkörper, den werde ich einmal kurz isolieren, um ihn mir anzuschauen. Da haben wir den Volumenkörper. Gut. Und damit sind wir im Grunde genommen fertig mit der Demo und mit der Einführung ins 3D-Modellieren. Der nächste Schritt wäre jetzt im Grunde genommen diesen Tisch und den Tischbeinen über die Materialienliste Materialien zuzuweisen und dann dementsprechend zu rendern. Das Webinar dazu ist in der im vorletzten Webinar, glaube ich, oder ja, im vorletzten Webinar müsste dieses Thema behandelt sein. Gut, jetzt wollte ich schauen, wie es hier weitergeht in unserer PowerPoint. Weitere Quellen, die sehr aufschlussreich sind über Modellierung mit 3D-Objekten, sind in der PowerPoint aufgelistet. Und ansonsten bleibt mir nur noch Fragen zu beantworten, wenn sie mein Kollege Bernd nicht schon beantwortet hat. Er sagt gerade, sie sind schon alle beantwortet. Das freut mich. Jetzt habe ich noch eine kleine Umfrage für Sie. Und zwar, ob Sie in diesem Webinar etwas Neues gelernt haben. Ja und nein. Ich sehe drei. Drei Viertel haben etwas Neues gelernt, das freut mich. Für die restlichen 25% kann ich
nur sagen, beim nächsten Webinar 3D-Modellierung eine Fortführung oder eine, nicht eine Einführung, sondern eine Weiterführung, hoffe ich, dass Sie dort etwas zu dem Webinar oder zu dem Thema lernen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, möchte ich Sie noch auf das nächste Webinar aufmerksam machen, am 12. Dezember. Dort würde ich gerne das Thema Attribute, holen Sie das meiste aus Ihren Daten heraus, besprechen. Wie erstelle ich Attribute? Welche Vorgabeattribute habe ich? Wie arbeite ich mit den Attributen? Was kann ich damit machen? Ansonsten bedanke ich mich, wenn es keine weiteren Fragen gibt, für Ihre Zeit heute und hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß und haben etwas gelernt und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Ja, Wiederhören. danke auch von meiner Seite. Tschüss.